Job van Euter ist direkt dahinter, darf sich wohl gleich über einen Platzwechsel freuen. Sie verbiegt sich ihre Nase, holt sich einen Nasenstüber bei Jannis Fittje. Und was ist mit Schumacher los? Warum ist der jetzt plötzlich so langsam? Der hat da wohl auch offensichtlich mal irgendwo die Strecke gewaltig verlassen. Im Bereich vermutlich Kurve 6. Hier sehen wir es. Einmal bitte 360 Grad Lausitz-Rundumblick im Schnelldurchgang. Verliert dadurch den dritten Platz an Thomas Preining. Mehr ist für aus seiner Sicht Gott sei Dank nicht passiert.